Falls ihr Bock habt, auch mal bei Streams dabei zu sein, geht in die Beschreibung auf Twitch und lasst da gerne ein Follow da. Und falls ihr Bock habt auf coolen Pokémon-Content, dann schaut gerne mal auf meinem Hauptkanal Pokebazi vorbei. So, wir können aber noch einen Alabastia angeln, nachdem wir Elle gekauft haben. Hab dir ein Bild geschickt, ich war im Himmel. Ich guck's mir nach dem Stream an dir. Wait, Potion kostet 75? Ist ja ein Schnäppchen. Kannst du Freundschaft grinden, du Keck. Weißt du, Kev, genau das ist der Grund, warum du gebrozoned wirst. Nenn doch liebe Letten heute nicht Keck. So. Ja, da musste sein. Er war böse. Wir gehen hier rein. Kannst da keine Tränke in Bossfights nutzen? Ich kann das nicht. Ich kann keine Tränke in Bossfights nutzen? Das Choreogel ist aber cool. Ja, Kev. Du glaubst auch manchmal, du kannst dir ein bisschen zu viel erlauben und haust dann Sprüche raus, dann lebt damit. Komm, ein random Typ, dann haut dir auf Small, fängt dich in einem viel zu kleinen Ball, lässt dich dann nur raus mit einem anderen, viel den Rest gehen kannst. Sorry. Hallo? War keine Absicht. Sarah wird gepoundet. So, einmal können wir noch scratchen. Das wechseln wir mal aus. Ein süßer Kack. Jetzt zu spät, Kev. Jetzt zu spät. Aber kann man das Choreogel haben? Das ist das zweitcoolste Choreogel. Das coolste ist, by the way, das Geist-Choreogel. Das Stream leckt trotzdem. Leckt der Stream gerade bei anderen auch oder ist es bei Rubina? Aber wir haben Oricorio gefangen. Und das ist, wie gesagt, das zweitcoolste Oricorio-Rogel. Das heißt, hier können wir da Hashtag Name reinschreiben. Und Cesi, Hallöchen! Okay, bei anderen lässt sich dann scheint es tatsächlich an Rubina zu liegen. Dann vielleicht einmal neu laden, Rubina. Und by the way, guck mal, Liam, wo du gerade schon da bist. Ich habe einfach immer noch 50 Leute, wo der Stream schon zweimal abgeschmiert ist. Kev hat sich mit Party verspaßt. Nein, ich liebe Kev ja immer noch. Aber das Ding ist, Kev ist so jemand, der schlägt manchmal so ein bisschen übers Ziel hinaus und muss dann wieder ein bisschen gebremst werden. Und dafür bin ich da. Ich teste meine Grenze aus. Das ist wahr. Bertlef. Ist auch ein guter Name. Dankeschön für deinen Follow. Und ich wundere mich, warum die Sounds halt so leise sind. Ich habe da nichts umgestellt. Hier irgendwie leiser gemacht? Ja, ne, die Alertbox ist immer noch gleich. Ich meine, ich mach die jetzt gerne mal kurz lauter. Falls mal jemand reinfollowen will, um jetzt mal zu hören, wie es ist, gerne. Aber die kommen mir sehr leise vor. Und so ein bisschen keck. Das ist okay. Du bist keckiger. So, und wir ziehen jetzt jemanden und gewonnen hat Yuna. Hast du dich überhaupt noch traust, in mein Team zu kommen? Weiß doch, wie das ausgeht. So, ich denke mal, also Black Rose Yuna wird wahrscheinlich nicht reinpassen. Ich glaube, vielleicht könnte es reinpassen. Aber ich glaube, du bist fein, wenn wir es einfach Yuna nennen, oder? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich nur Yuna einfach, dass das in Ordnung ist. So, was hat denn das dieses Ding? Yuna hat sogar ein Item. Den Gelb-Nektar. Wir können das einfach zu dem Elektro machen. Storm-Drain? War das Sturm so? Jetzt schon lauter. Leicht, die Dankeschön. Warte mal, Sturm-Sog? Erhöht doch den Spezialangriff, oder? Hat unser Feuer-Pokémon jetzt eine Wasserimmunität? Wir haben einfach eine Wasserimmunität auf einem Feuer-Pokémon.
Das ist ziemlich cool. Und ich merke gerade, wie wollen wir überhaupt die erste Arena schaffen, wenn 4 unserer Pokémon eine Gesteinsschwäche haben? Nee, Sarah, ich hab's gemerkt. Wir haben 4 Wasserschwächen. 4 Gesteinsschwächen. Bist du zu heiß und kannst dich gelöscht werden? Da muss ich Ekma erstmal fragen. Was der dazu sagt. Ja, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen trainieren, tatsächlich. Wir müssen erstmal ein bisschen trainieren. Oh mein Gott, ein Skiddo! Und 13 Hafen gibt's auch noch. Du kannst doch safe noch einen Encounter holen, oder? Ich glaube, wir haben keinen mehr. Ich glaube, wir haben keinen Encounter mehr, den wir nehmen können. Fällt noch irgendwo jemand einen Encounter ein? Heck, sehr gut. Wir haben noch einige, die kennst du aber noch nicht. Wo ich jetzt schon hinkomme? Ja, in Marmoria selber, aber ich meine, es ist vorm Vertania-Wald. Jajabug! Oh ne, warte mal, Elektro will ich ein bisschen. Oh, das mache ich so. Es gibt immer gute Erfahrungspunkte. Du kannst es mir gerne schicken, Spikey. Das ist okay. Ich glaube, Level 9 machen wir alle mal. Level 9 sollten, glaube ich, schon alle sein, bevor wir in den Vertania-Wald gehen. Level Cap ist ja 15. Das heißt, ich vermute jetzt einfach mal, dass das stärkste Pokémon von Rocco dann auf Level 15 sein wird. Gegen das Ding ist immer lieber eine Maus. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte gerne einen Bruxish gehabt. Ein Knirrfisch wäre cool gewesen. So. Dann packen wir jetzt mal Sarah nach. Wobei, wir müssen Josie ist das beste Mon, was wir irgendwie nur gegen Rocco haben. Infestation. Das ist schon mal nicht bad. Discord oder Insta. Geht beides. Geht prinzipiell beides. Man erreicht mich ja relativ einfach. Knirrfisch oder Unraid. Ich finde den auch richtig cool. Der wird halt von sehr vielen gehasst, weil das Design halt ganz mal gewöhnungsbedürftig ist. Aber ich mag den trotzdem. Wenn wir jetzt auf eine Infestation gehen. Perfekt. Wie ist das so? 3 Rock Weeks zu haben und auch dein Water Type ist kein Switch-In. Ich habe 4 Rock Weeks. Außerdem sie ist positiv. Wenn wir drauf gehen, können wir das Ganze nochmal neu starten ohne Random Abilities. Oh, ich kann nicht auswechseln. Dann will ich fliehen. Ich kann escape. Nö! Ich kann nicht fliehen. Ja, dann
Spaß damit. Mhm. Zwei Pokémon, die Rocco hätten sehr effektiv treffen können, sind weg. Und wir haben auf Sarah... Ich werde mit dir einen Joke sparen, aber Sarah hat höchstens jetzt gerade noch einen Nick bekommen. Wir brauchen einen Feuertag auf dem Ding für den Wald. Ich meine, ist eh alles randomized, aber trotzdem. Was ist das für ein weirdes Elzeba? Eine Semiform? Wird er, wie gesagt, schon... Wird halt schon ganz gerne Level 9 erreichen, aber das Grind dauert ja gerade ewig. Okay, wo bekomme ich denn potenziell noch einen Encounter? Vielleicht hier drüben, aber das Ding ist, da ist ein Rivalenkampf. Da habe ich ein bisschen Angst vor, wenn ich ehrlich bin. Vor allem, weil ich jetzt kein Psychic Terrain mehr habe. Deswegen hätte ich ganz gerne tatsächlich echt mal Glut. Um Level 9 kriegen wir noch, dann gehen wir da rein. Du hast Matzlab, dann nö. Wirst du auf mein Best-of reagieren oder nicht? Das Ding ist, ich bin kein Reaction-Typ. Ich bin kein Reaction-Typ, tut mir leid. Deine 12 Glut. Ich habe Reactions versucht, so ein bisschen in der GPL letzte Season mit Richard zusammen und dann auch mal auf so eine Reaction in Videoform. Das war nicht meins. Also ich werde mir, wenn ich die Zeit habe und nicht arbeiten muss, was meistens leider immer der Fall war, werde ich zusammen mit euch im Stream auf YouTube quasi Dings gucken. Trailer zu den neuen Spielen. Aber sonst tatsächlich wahrscheinlich eher weniger. Ich glaube, warum? Ich habe nie verstanden, warum ein Dings ist. Kein Item. Aber Dankeschön, Kryptogladi. Dankeschön für deinen Host. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream und Hallöchen. Ich würde aber maybe wirklich empfehlen, den Content Creator Mode für Rare Candy zu aktivieren. Will ich dir aber natürlich nicht aufzwingen. Du meinst zum Offscreen Leveln? Hallo, Kalteros. Willkommen. Und natürlich auch hallo Kryptogladi. So, was hast du? Elgin. So, Twister nicht erstmal weg. Confusion. So. Dann Thunderwaven wir. Confuse Ray. Dann lernen wir. Dann lernen wir nochmal. Feint. Nö, gar keinen Bock. Oh, diese. Oh, Feint schon wieder. Bisschen viel. Und wir growlen einmal. Perfekt, wir growlen nochmal. Und weil dann hacken wir jetzt mal. Shadow Sneak macht wie viel? Nicht mehr so viel. Jetzt heilen wir einmal hoch. Das zählt nicht als Boss bei dir, gut zu wissen. Hack. Macht ja auch nicht viel. Den haben wir einfach selber. Und Nickwor, Dankeschön für dein Follow. Gerade spinnt einfach wieder dieses Kack-Anzeigen-Ding. Ich will nochmal auf Leer gehen. Nochmal auf Leer. Jetzt gehen wir wieder in Yuna. 24 auf 17. Eben nochmal ein Potion, ich will nichts riskieren und. Nein, ich wollte packen! Komm, Yuna, du schaffst das. Jetzt wird's angezeigt. Komm, Yuna, bitte. Ich vertrau dir. Dankeschön, Yuna. Du bist auch Mädel, auf das kann man sich verlassen. Helping Hand. Er freut sich echt mal.
Incinerate! Ja! Hey, Play Nice, komm wegpacken. Ja, ein Eschern nehme ich gerne. Wer braucht schon Glut? Ich habe ein Eschern. Das heißt, offscreen einfach fürs entspannte Leveln, weil überleveln kannst du eh nicht. Klar, du cheatst mir wie die Level Devs, aber ich stelle mir das Gigafrustrieren vor, ja. Kannst du mir den dann vielleicht nochmal ganz kurz auf Discord schicken? Dankeschön. Ich merke schon, OBS genießt das richtig. Der ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Radical Red Fan. So, ich vermute jetzt einfach mal. Auf 22 waren wir schon. Dass ich hier nochmal auf eine andere Route komme. Wo ich jetzt vielleicht schon hinkommen kann. Oh, ich bin runtergefallen, ich bin dumm. Das ist ein Megastein. Oh ne, da sind wir nicht durch. Okay, ne. Hier noch nicht. Kannst du deine Gesteins-Pokémon einerschauen? Ah. Ne, hier ist nichts. Das heißt, ich muss jetzt durch einen Retornia Vault. Was ist das beste Pokémon, was wir gegen Rocko haben? Dragoran selber, ne? Hab eben deine YouTube-Anhörung gesehen. Direkt rein ins Stream. Liebe Radical Red einfach. Dann willkommen bei der Folter. Ist das ein Brunnen oder kommt da eine Rakete raus? Gibt ihr mir irgendwas? Was hast du gesagt? Using the trick, pressing on the main fight menu allows you to instantly click the run button. Oh, cool. Das sind Raids. Oh. Hello, my Bug-type Pokémon love Oranberries. If you give me one, I can teach Bug-Bite. Kann das jemand lernen? Nö. Schade, Alter. Bugbite ist cool. Dankeschön, OBM. Potion nehmen wir gerne. Ein Muggelbaum. Aber wir haben uns hier schon einen Encounter geholt. Bricks. Hallöchen. Just trying to catch some Pokemon before a challenge broke. Oh, you're looking to challenge him as well? Why don't we have a battle then? Da ist einfach Bricks! Wisst ihr, Bricks hieß früher Raider. Ein Krebschor. Alter, richtiger Hohenboy. Aber Twister den weg. Und Trico! Ah, Boss Battle, stimmt, da gibt's Sinn, ne? Das zählt als Boss Battle, deswegen hat er auch nur hohen Pokémon. Bricks kenne ich auch von Yu-Gi-Oh! Ist ein Arsch. Strong One. 1280. And I had a lost leg. That in a while, but that was rather fun. But, yeah? But actually, so. In der Key Item. Okay. Ganz ehrlich, wir sind so am Arsch. Ich aktiviere den EP-Teiler. Und erstmal bekommt Rubina noch das hier. Oh, war schon Turn On. Ja. Und dann geben wir noch an die zwei jeweils eine Beere. So. Kannst ja eh nicht überleveln, richtig. Ich kann eh nicht überleveln. Und warum sollte ich mir selbst den Gefallen nicht tun, dass ich da einfach mitlevel, Elektrobus. Voltilam. Natürlich. So, dann gehen wir jetzt aber direkt nochmal zurück. So. Ich glaube, bei Dings wird es mir gerade auch nicht angezeigt. Das sagt mir immer noch, dass wir 55 Leute sind. Ich glaube, wir sind aber immer noch 47. Das ist ja auch was. Wie viel haben wir denn? So, ich glaube, wir werden tatsächlich heute nur Rocko machen, wenn ihr mich nicht ganz täuscht, weil ich habe einen mobilen Heiler. Ich vergesse es wieder.
es soll. Das ist zu sehr Quality of Life. Oh, nö. Okay, die sind also nicht doof. Gut zu wissen, dass sie nicht doof sind. So. Findest du Pokémon schlechter geworden? Ich glaube, ich muss tatsächlich ja sagen. Für mich persönlich ist Pokémon schlechter geworden. Ich habe einfach nicht mehr so den Spaß, den ich früher hatte. Die Spiele sind einfacher geworden. Das haben wir letztens schon im Unpopular Opinions Video gemacht. Aber ja, würde ich sagen. Warte, weiß man, welche Fähigkeiten die Mons von Bricks hatten? Gute Frage. Wow. Weiß ich nicht. Glaube nicht. Wurde, glaube ich, nichts gezeigt. Hätte deine Fähigkeit rauskommen müssen? Kapfu gab's hier einfach? Also, ja, so. Vielleicht doch Anpassung und Overgrowth. Bless. Die Möglichkeit ist da. Hier gibt's einfach Kapfu. Kann das bitte einfach killen? Okay, ich hätte nicht mal auswechseln müssen, aber ich kann nicht. Guys, ich kann nicht wissen, dass da Dragon Rage kommt. Okay, das Ding ist, warte mal, ich werde einmal ganz kurz das Ding aktivieren. Aber ich werde natürlich nicht mehr Yuna nutzen. Aber what the fuck? Ein Kyurem. Ich komme hier durch. Ist mir egal. Das ist kacke, ich habe immer noch nur eine Drachenattacke. Hast du gerade deine fucking Blitzkanone getroffen? Shift Gear Targeting. Rock Polish. Jetzt willst du aber Speed. Ey, wenn da irgendwas kommt, da darf kein Bullshit kommen. Bitte, sei einfach down. Ja, oh, komm durch. Oh, danke. Warum so viele? Nochmal Metronom. Oh, Mann. Wait, hast du das? Item, Gift-Item, Black Sludge. Wir Feuer sollen. Ja, Lost Some. Okay, das Ding hat. Seismic Toss. Bruder, hier. Absorber ist okay. Kannst du bitte keine Fee haben? Das ist keine Fee, das ist okay. Yawn ist nicht okay. Ich Thunder Wave erstmal. Verwirrt und schlafen, ne? Und ich habe keinen Aufwecker. Wish Pro. Wish Protect? Du ekelhafter! Oh, Crit, cool, danke. Halleluja! Dragon Rage. Das ist super wichtig. Fury Swipes. Ich meine, komm, wir packen den mal weg. Doch, doch, das zählt. Das ist ja der Sinn an einem Randomizer. Du kannst ja nicht einen Randomizer spielen und sagen, das zählt nicht, weil das Mon zu stark war, Guys.
Infinite Repel? Oh. Ah, das war wahrscheinlich ein Boss-Battle. Okay, da kommen wir nicht durch. Quality of Life, meine Freunde. Warte, hier ist ein Item. Gut. Kannst du aufhören, Feen-Pokémon zu nehmen, wenn mein Drache nichts anderes kann, als mit Drachenattacken angreifen? Mit Champ einfach. So, das ist immer noch Route 2. Da haben wir schon den Counter geholt. Willkommen in Hefter City. Du hattest keine Chance, es zu tanken. Naja, ich hätte auch einfach mit Dragoran drinbleiben können. Und selbst wenn ich keine Chance hatte. Shit happens. Das ist ja der Sinn an dem Randomizer. Könnt ihr abstimmen, ob der Tod zählt? Der Tod zählt. Das sag ich und das ist mir egal. Man kommt hier direkt durch. Piglet's Cave. Da kann ich nicht durch. Piglet's Höhle. Habe ich noch genug Bälle? Ich glaube, ich habe mir das gekauft. Naja. Ja! Ja! Ja, ich will das haben. Wie schwäche ich dich? S1. Das ist die Fähigkeit von dem Pferden, ne? Mit Dings drauf. Ich passe auf die Level auf, aber einmal ablecken sollte okay sein. Okay. Okay, einmal gehen wir nochmal auf Lick und dann haben wir's. Dann wechseln wir jetzt mal aus und jetzt hoffen wir einfach. Komm, Premier Ball. Das wäre halt so gut für Rocco. Jump Kick. Bitte misst deinen Jump Kick nicht. Bitte, bitte misst deinen Jump Kick nicht. Ich verstehe nicht ganz. Also es interessiert mich jetzt gerade einfach nur, aber warum wollt ihr, dass der Tod nicht zählt? Das interessiert mich gerade einfach nur. Ich schwör's, wenn ich das Ding nicht. Runter B drücken. Leck mich, Tai Chi. Weil du keine 41 KP hattest. Und? Aber ich hätte mit Dragoran ja einfach erstmal geil, wir haben's. Ich hätte mit Dragoran auch drin bleiben können und direkt auf Dings gehen können. War ja im Endeffekt ja meine Schuld. Ich hätte nicht auswechseln müssen. Wäre ich drin geblieben und hätte einfach direkt Windhose geklickt, wäre das Ding tot gewesen und ich hätte gar nichts verloren. By the way, ihr könnt jetzt Hashtag Namen in den Chat reinschreiben. Dementsprechend natürlich zählt das. Ich habe die Regel tatsächlich noch nie gehört. Ich denke, weil mein im normalen Randomizer No Game Breaking Moves eingeben können. Aber seh, wie du meinst. Das Ding ist mit No Game Breaking Moves, das funktioniert nur bei gerandomized Movesets. Ich glaube, viele verstehen das immer nicht, oder vielleicht verstehe ich das jetzt auch komplett falsch, aber No Game Breaking Moves funktioniert nur bei randomized Movesets. Aber Pokémon, die erstmal Zero, Dankeschön für deinen Follow, weil Movesets, keine Ahnung, ist mir völlig, also no offense gegen die zwei, aber es ist mir Latte, wie die das spielen. Ich spiele es halt auf meine Variante und wenn da halt früh ein Mon kommt mit Drachenwut, shit happens. Dann starten wir halt neu. Ist ja nicht so, dass wir noch nie neu gestartet haben. So. Und auch Sully, Dankeschön für dein Follow. Gerade kommen sehr viele Follows rein. Und der, ja, die wunderschöne Alertbox kommt nicht hinterher. Vielleicht blenden wir die mal nochmal neu ein. Vielleicht kommt's dann. Ja, im Endeffekt zählt so oder so meine Meinung. Das ist ja mein Run gerade. Die meisten Leute verstehen No-Go-Breaking-Moves, verstehen nur viele falsch. Also, du bist auch dabei, dass das so ist wie ich. Das heißt, wenn du nämlich zum Beispiel die
Moves, die Move Pools der Pokémon randomized, dann wird das No Game Breaking Moves Ding aktiviert, sodass diese random Movesets dann nicht früh Ultraschall oder halt Drachenwut enthalten. Wenn du einfach nur deine ROM randomizest und da kommt halt ein Kaumalat und das lernt halt, keine Ahnung, auf Level 10 Drachenwut, dann kann es das auch trotzdem, egal ob du Game Breaking Moves anmachst oder nicht. Richtig, das bedeutet auch, dass man vielleicht keine TMs oder so finden kann. Aber wenn da halt ein Kaumalat oder sowas auftaucht, was Drachenwut hat, dann hat es trotzdem Drachenwut. Was wird hier gespielt? Wir spielen Radical Red. So, und jetzt ziehen wir mal jemanden. Und zwar gewonnen hat Feuerfaust. Und jetzt kommen die Follows rein. Also, das weiß ich jetzt. Jetzt haben wir einen Fonipoba, das Feuerfaust heißt. Ich meine, ich habe ja alle lieber, aber ich sehe es nicht ehrlich gesagt ein. Dass das jetzt nicht zählen soll. Feuer. Faust. Und da kommt auch der Zalle rein. Hat gerade so reingepasst. Nochmal eine Battle Royale. Komm, machen wir nochmal eine Battle Royale. So. Und ehrlich gesagt. Ich meine, die Feuerfaust kommt erstmal straight nach vorne. Kann die Backbass lernen? Aber ich habe keine Lust gerade zurück, deswegen nutzen wir jetzt mal das Beil. Oh, da ist so eine Dings. Thief. Ich meine, warum nicht? Ganz kurze Frage. TMs sind wahrscheinlich durchgehend, dass man die immer wieder hat, ne? Die sind wahrscheinlich permanent. Spieler sein random, wie gesagt, bei mir. Ne, wie gesagt, okay, Twitch, okay. Sind. Dann können wir das auf jeden Fall einmal dem geben. Lick würde ich tatsächlich wegen der Parachance noch gerne behalten. Ganz ehrlich, ich glaube, ich packe Fury Swipes wieder weg. Okay, sehr gut zu wissen. Was denkst du von dem Game? Es tut mir leid. Oh mein Gott, es hätte Alola Vulpix hier gegeben. Wie sweet. Oh mein Gott, wie es mir hinterherläuft. S1 einfach. S fucking one. Was hat der eigentlich für Attacken? Both Unnerve und Grim Knight. Oh, es ist der Spezialangriff, der steigt. Grim Knight ist ja Spezialangriff. Steffen, sind Eier für dich static und darfst du mitnehmen? Ja. Wenn da ein Ei, wenn es ein Ei irgendwo gibt, dann darf ich das mitnehmen. Razor Leaf, Jump Kick, Tail Whip. Dann gucken wir doch mal in die Häuser rein, weil dann wird es wohl irgendwo ein Ei geben.